Remigius Rauch auf dem Weg zu einem seiner Lieblingsplätze. Durch den Wald, entlang des Kreuzweges mit Reliefdarstellungen, hinauf zum Kapf. Eigentlich wäre der 75-Jährige hier gerne wieder an Karfreitag mit der Pfarrgemeinde hochgekommen. Doch in diesem Jahr musste die Prozession wegen des Coronavirus abgesagt werden. Trotzdem, ein Spaziergang über den zickzackförmigen Weg lohnt sich. Es ist so, dass der Kreuzweg ja 1894 angelegt wurde und vom Dorf heraus führt. Viele Leute parken dann unten an der Schattenbacher Kirche, am Parkplatz, marschieren hier rauf und genießen erstens mal die Ruhe durch den Wald herauf, können an den Stationen beten und an der Kapelle dann ihre Anliegen vortragen. Und das ist sie, die Kapfkapelle oberhalb von Schrattenbach. Das kleine Gotteshaus samt Umgebung dient vielen Gläubigen aus der Region als Rückzugsort. An wolkenfreien Tagen bietet der Platz ein schönes Panorama. Die Kapfhöhe auf rund 850 Metern ist eigentlich eine ebene Fläche, die aber wohl schon vor Jahrhunderten diesen kleinen aufgeschütteten Hügel innehatte. Angefangen hat die ganze Sache eigentlich, dass hier auf diesem Hügel ursprünglich drei Kreuze standen. Dann wurde 1894 vom Dorf herauf ein Kreuzweg angelegt. Gleichzeitig wurde ein Kapellenausschuss gegründet, der Geld ansammeln sollte, für eine Kapelle hier oben zu errichten. Das hat einige Jahre gedauert. Der Rohbau wurde dann erst 1913 erstellt. Dann stand die Kapelle im Rohbau da, wahrscheinlich aus Geldmangel. 1915 wurde die Kapelle dann am 18. Oktober, es war Kirchweihmontag, eingeweiht. Nach den Aufzeichnungen seien etwa 800 bis 1000 Personen hier anwesend gewesen und die Pfarrer aus der Umgebung, insgesamt 11 Pfarrherren, seien da gewesen. Eine würdige Einweihungsfeier, die nun also fast 105 Jahre zurückliegt. Seither hat sich baulich nichts verändert. Die Kapelle in der Form eines Achtecks mit Vordach und kleinen Türmchen befindet sich sozusagen im Urzustand. Die Kapelle hat zunächst einmal als Besonderheit die Pietà in meinem Hintergrund. Sie ist aus Lindenholz geschnitzt von einem Münchner Künstler Franz Hoser. Sie hat die Besonderheit, dass der Corpus Christi nicht im Schoß Mariens liegt, sondern er liegt praktisch vor ihr aufgebahrt. Das war für die Zeit, 1915, war das eine Besonderheit, wurde teilweise gelobt und wurde teilweise auch sehr kritisiert, weil es aus dem üblichen Schema herausfiel. Die Kapelle auf dem Kapf soll zum Zeitpunkt der Einweihung mitten im Ersten Weltkrieg die erste Kriegergedächtniskapelle Deutschlands gewesen sein. Regelmäßige Gottesdienste oder Wallfahrten finden hier, außer an Karfreitag, nicht mehr statt. Jeder, der allerdings zum Gebet kommt, kann selbst das kleine Glöckchen läuten. Ja, ich wohne in Schrattenbach unten und wir hören also sehr oft das Glöcklein läuten. Es ist in letzter Zeit dieses vermehrt zu hören, das Glöckchen, weil aufgrund der Corona-Epidemie und Pandemie natürlich viele Leute auch Zuflucht im Gebet suchen und dadurch zu der Kapelle heraufwandern, den Kreuzweg heraufwandern, um hier ihre Anliegen vorzutragen, die sie auch im Anliegenbuch darlegen. Die letzte Eintragung ist jetzt schon von heute. Es kommen viele Leute rauf, die eben für Gesundheit beten, wegen anstehender Operationen und so weiter. Es ist immer etwas eingetragen und es geht darum, entweder zu danken oder um etwas zu bitten. Anliegen, Gebete, Wünsche. Schon so einiges wurde in den vergangenen 100 Jahren zur Kapelle auf den Kapf heraufgetragen. In diesen Zeiten der Corona-Krise umso mehr. Ruhe und Erholung sind an diesem Rückzugsort trotzdem zu finden. Und für Remigius Rauch wird das kleine Kirchlein oberhalb von Schrattenbach auch weiterhin zu seinen Lieblingsplätzen zählen.